Hallo alle, wir sind die Calliope-Gruppe. Wir haben so eine Körpersprache-Übersetzer gebaut mit der Calliope, deshalb haben wir uns selbst so genannt. Und dann stelle ich erst uns vor, oder ja. Ich bin der Taichuan aus Taiwan und ich freue mich, das euch zu sehen. Hallo, ich heiße Hyunjung und ich komme aus Korea. Hallo, ich heiße Meg und ich komme aus Hongkong. Hallo, ich heiße Le Jia und ich komme aus Kaohsiung, Taiwan, ja. Ja. Und als ein Austauschschüler im Ausland wird man so manchmal unangenehme Situationen. Manchmal wird man so unangenehme Situationen treffen und du weißt nicht, wie man kommuniziert oder vielleicht machst du schlechte Gäste. Zum Beispiel in England darf man nicht zwei Finger rausstrichen. Das bedeutet, das hat so schlechte Bedeutung. Und, aber man darf noch nicht aufhören, mit anderen zu kommunizieren. Deshalb haben wir so ein Übersetzer gebaut. Dann. Okay, dann. Menschen aus dem West. Okay. Dann Menschen aus dem Westen denken, dass das Bild mehr glücklich ist. Und Menschen aus dem Westen denken, dass das Bild mehr glücklich ist. So, warum denn? Denn die Wege, Emotionen zu erkennen, unterschieden sich. So. Oh Gott. So. Laut einer Studie schauen Menschen aus dem Westen die Emotionen kennen sollen zuerst auf den Mund. Und wenn die Leute das aus den Osten Emotionen erkennen sollen, sehen sie zuerst die Augen. So, das Bergen benutzen westliche Leute viele Kommosi bei denen der Mund am wichtigsten ist. So, in Asien benutzt man mehr Kommosi bei denen die Augen vor der Grund stehen. So, das ist ein großer Unterschied. Also mit einem Wort, das ist ein Abfallspunkt von unseres Produkt. Ja. Mit diesem Produkt haben wir denen, die keine Fremde Sprachen und einfach sprechen. Menschen können auf einen technischen Weg zu kommunizieren. Yeah. Und man kann erkennen, warum die andere Person während des Gesprächs so eine Emotion gemacht hat. Die Menschen daran hinten etwas unhöflich zu machen, zum Beispiel Gesichtsausdruck Gast. Es hilft Menschen, hektischer und höflicher zu sprechen. Zu Funktion. Also es gibt verschiedene Körpersprachen in verschiedenen Ländern und in diesen Situationen fördern definitiv Missverständnis passieren. Darum brauchen wir jetzt Calliope für die Übersetzung. Also die erste ist LED Licht und jedes Farbe steht vor einem Namen. Zum Beispiel hier ist blau, das heißt Hongkong.
Und wir können das zeigen. Oder Rot. Rot heißt Deutschland. Und ja. Hier ist Rot und das heißt Deutschland. Und hier ist Lila und das ist Korea. Okay. Ja, dann. Und dann. No. Ja. Die zweite ist Kambodschan. Und es ist ein Symbol für die Emotion von jedem Land. Und es gibt fünf verschiedene Emotionen als die Halbzeichen. Zum Beispiel freundlich, traurig, böse oder eine Oh my God Emotion und süß. Ja. Entschuldigung für auf Englisch sprechen ich weiter. Are we inside the symbols? In the code, if the Kambodji is made up with a Korean or the name, the code will be arranged with the point, like that is the point, and then it will be like. Also alle Länder haben verschiedene Farben, hier sieht man, und dann und auch unterschiedliche Kemojis. Und zum Beispiel gerade war ein Kemoji für Böse aus Korea, wie man in Korea so ausdrückt. Und wir haben auch Musik reingemacht. So. Und nächste. Wie kann man den Produkt verbessern? Also jetzt gibt es eine 5x5 Display für Kemoji, aber in der Zukunft wir können ein größeres Display machen, damit wir die Körpersprachen auch auf dem Display sehen können. Also das ist unsere erste Idee, aber mit diesem 5x5 Display, es gibt eine Limitation. Also, ja, und in der Zukunft, wir können auch das besser aussehen machen. So wie eine Uhr, das kann man so machen. Ja. Okay. Dann nächste Woche. Okay, die Bedeutung einer Gäste unterscheidet sich von Länder zu Länder. Und mit diesem Gerät musst du nicht Angst haben, so falsche. In der Zukunft vielleicht setzen wir Gäste rein. Und wenn du mit diesem Gerät, wenn du vielleicht so glücklich bist, dann zeigst du nicht vielleicht hier Victory in Britain oder. Dann kannst du einfach dieses Gerät zeigen und dann sieht man ein Kemoji, die man in vielleicht England benutzt oder Deutschland. Dann man vermeidet so unangenehme Situationen. Ja, das muss man nicht sagen.
Zum Beispiel in Griechenland. Bei uns ist das so Hallo oder freundliche Zeichen. Aber in Griechenland bedeutet das Scheiße essen. Dann, das sind so zum Beispiel unangenehme Situationen. Das war ein Beispiel. Okay. Das ist das Ende.